Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Drogerie-Haul-Review für die Monate Juli und August. Ich habe in den Monaten einiges gekauft, einiges getestet und natürlich auch ein paar Produkte aussortiert. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich den größten Teil davon auch behalten habe. Und ich zeige euch immer Produkte, die ich aussortiert habe und ich zeige euch die Produkte, die ich behalten habe, beziehungsweise die ich sogar noch hier habe. Und sage euch auch, welche Produkte ich noch nicht geschafft habe zu testen. Und ich würde einfach sagen, ich starte direkt durch. Und zwar starte ich mit der Haarpflege. Da habe ich noch immer noch nicht getestet, das Balea Professional Übernacht Aufbaufluid. Das hatte ich im letzten Drogerie-Haul-Review-Video schon gezeigt, dass ich es noch nicht getestet habe. Und ich glaube tatsächlich, dass ich es jetzt aussortieren werde, denn ich greife einfach nicht dazu. Dann habe ich von Garnier mir eine Reihe gekauft. Und zwar von Garnier wahre Schätze. Kokosmilch und Macadamia, Shampoo und Spülung. Und das ist eine Reihe, die hatte ich schon mal und die mag ich sehr, sehr gerne. Also die riecht unglaublich schön nach Kokos und ja, nussig nach Macadamia. Ich liebe ja so Nussdüfte und die gefällt mir sehr, sehr gut. Die macht meinen Ansatz nicht fettig, ich kann damit gut durchkämmen. Die riecht sehr, sehr gut, die funktioniert bei meinen Haaren und mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und der Duft ist halt toll, also das finde ich super schön. Ja, kann ich definitiv weiterempfehlen. Macht die Haare, wie gesagt, sehr sauber. Ich kann damit gut durchkämmen. Meine Haare werden auch nicht zu stark beschwert. Einige fragen mich momentan nach meiner Haarstruktur, gerade unter Haarpflegesammlungsvideos, die jetzt ja im Juni online gekommen sind. Ich habe dickes, ja, bauchnabellanges circa Haar, was sehr frizzy ist und halt auch so eine Naturwelle drin hat. Also das funktioniert bei mir super, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das war mein Wäschekorb, wo ich die Produkte reinstelle. Dann habe ich hier von Elvital Multivitamin Fresh das Shampoo gekauft gehabt. Das wollte ich zu meinen einzelnen Haarkuren benutzen, beziehungsweise auch zu den einzelnen größeren Haarkuren, die ich da habe, wo ich eben keine passende Serie dazu da habe. Für normales bis fettiges Haar, also auch genau mein Haartyp. Und das funktioniert bei mir auch sehr, sehr gut. Das hatte ich jetzt erst zweimal benutzt, aber es riecht unglaublich schön, also sehr, sehr frisch, sauber und ganz leicht fruchtig. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Und er macht meine Haare auch sauber. Ich kann gut durchkämmen. Mein Ansatz fettet aber nicht so ultra schnell. Also ich habe zum Beispiel bei den Elvital Haarshampoos, die extrem pflegen sollen, für so trockenes, strapaziertes Haar momentan Probleme gehabt mit meinem Ansatz. Bei dem jetzt in dem Fall nicht. Dann einmal von Balea. Shampoo und Spülung Zuckerkuss. Und vielleicht seht ihr es hier mal im Finger. Da läuft gerade noch Wasser raus. Das steht nämlich momentan unter meiner Dusche. Das ist mit Kokos und Schaumküssen als Duft. Ist halt eben oben einmal Shampoo, unten einmal Spülung, quasi so zweigeteilt die Flasche. Und ich muss sagen, ich mag das tatsächlich ganz gerne. Also es riecht sehr, sehr schön süßlich, aber nicht zu süßlich. Der Duft bleibt nicht im Haar, bei mir zumindest nicht. Aber man kann es wirklich ganz gut verwenden. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass es ein bisschen mehr austrocknet. Fand ich jetzt aber gut. Also die vorherigen Varianten von diesen ja, Shampoo und Spülungen hier mit diesen zweigeteilten Flaschen fand ich nie so gut. Also ich fand immer, dass das Shampoo recht stark ausgetrocknet hat. Ich habe es aber halt immer aufgebraucht, weil ja, es ist halt ein günstiges Produkt und ich brauche dann halt einfach die Produkte auch auf. Nicht immer, also viele Produkte gebe ich auch weiter. Aber ich muss sagen, das Produkt hat mir echt gefallen, vor allem halt auch vom Duft her. Also der Duft ist echt toll, aus dieser 25 Jahre Balea LE. Ich weiß nicht, ob es die so noch gibt. Ich habe es jetzt aber mal mit reingenommen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht in einigen DM-Filialen noch erhältlich ist. Dann habe ich aus der Balea Professional Pure Blossom Reihe Shampoo und Spülung gekauft gehabt. Und da muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Also vom Duft her war es toll, das roch nach Pfingstrosen. Aber von der Wirkung in meinem Haar hat es mir gar nicht gefallen. Mein Ansatz wurde schneller fettig, meine Haare waren total frizzy und deswegen durfte das weiter wandern. Dann von Balea Med 5% Urea, Dusche und Shampoo. Das ist tatsächlich ein Produkt, was ich mir schon öfters nachgekauft habe, was bei meiner Kopfhaut extrem gut funktioniert, wenn sie sehr, sehr juckt und auch so ein bisschen, ja, trocken ist. Das funktioniert bei mir super. Und als Duschgel habe ich es jetzt tatsächlich noch nie benutzt, könnte es mir aber vorstellen, wenn ich mal irgendwie über ein Wochenende oder so weg bin, dass ich einfach das hier mitnehme und noch eine Einmalhaarkur und gut ist. Mag ich auf jeden Fall gerne und ja, kann ich auch weiterempfehlen. Also schaut es euch definitiv mal an. Dann von Pantene Pro-V habe ich hier was mitgenommen. Ich war früher mal
ein richtig großer Pantene Pro V-Fan. Dann haben sie die Düfte umgestellt und seitdem mochte ich es nicht mehr so. Ich hatte mir jetzt aber mal zum Testen hier wieder die Hydra Boost-Reihe mitgenommen für trockenes Haar und dachte ich, komm, probier's dir einfach nochmal aus, gib's dir nochmal eine Chance. Und ich muss sagen, der Duft ist definitiv nicht so meins. Also es ist einfach nicht so der Duft, wie ich ihn von Pantene Pro V kenne. Deswegen, ja, würde ich es nicht nochmal nachkaufen tatsächlich. Aber von der Wirkung her, vom Produkt an und für sich her, fand ich es gut. Werde es auf jeden Fall auch aufbrauchen, also werde es nicht aussortieren, aber nachkaufen würde ich es nicht mehr. Dann von Balea, Shampoo und Spülung Intensivpflege. Das ist eine Reihe, die ich mir immer mal wieder nachkaufe. Das ist mit Vanilleduft und Mandelöl, Leichtkämmformel und ohne Silikone. Funktioniert bei meinen Haaren tatsächlich sehr gut. Es gibt viele Reihen von Balea, die bei mir nicht funktionieren, aber diese Reihe hier und die Feuchtigkeitsreihe mit Mango funktionieren bei mir super. Also da kann ich definitiv nicht meckern, finde ich richtig, richtig gut. Und der Duft ist halt toll. Also der Duft bei dieser Reihe ist unglaublich schön. Ja, ist für mich so ein Herbst-Winterduft, deswegen hatte ich es mir auch gekauft gehabt. Weil es jetzt doch auf den Herbst zugeht, wie ihr an meiner Deko erkennen könnt. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, war noch nicht Herbst, aber bis ihr das Video seht, ist Herbstanfang und ich freue mich auf den Herbst. Ich bin gar kein Fan vom Sommer. Ich mag diese heißen Temperaturen nicht, weil ich sehr, sehr schnell mit ja, Migräne auch zu kämpfen habe. Dann habe ich hier von Budni Care Frucht- und Vitamin-Shampoo. Ich war ja da in Budni, also bei meiner Schwester, und dann waren wir in Budni für normales und leicht trockenes Haar. Unglaublich schöner, toller, fruchtiger Duft. Bleibt leider nicht im Haar, aber ist, finde ich persönlich, ein gutes, solides Shampoo, was nicht viel kostet, was gut funktioniert und was wirklich auch während der Anwendung sehr, sehr gut riecht. Falls ihr auch auf mikroplastikfrei achtet, hier ist kein Mikroplastik drin. Und 500 Milliliter, wie gesagt, das hat unter 1,50, glaube ich, gekostet. Ja, sehr, sehr toll. Richtig schöner Fruchtduft. Ist mit Papaya, Ananas und Kiwi, also das ist zumindest abgebildet. Und das mag ich sehr gern. Dazu hatte ich mir gekauft von Budni Care Aufbau und Feuchtigkeit, die Intensivkur, Regeneration und Tiefenaufbau. Davon hatte ich die kleine Einmalhaarkur bei meinem ersten Budni-Einkauf gekauft und fand die echt gut. Und ich finde die echt klasse. Also für den Preis kann man da echt nichts sagen. Die ist von der Konsistenz her sehr dick, lässt sich aber sehr, sehr gut verteilen und macht die Haare wirklich ultra weich. Also falls ihr einen Budni in der Nähe habt und ihr noch irgendwas Günstiges, Gutes sucht, vielleicht auch für einen Urlaub, wenn ihr vielleicht jetzt im Spätsommer, Herbst irgendwie nochmal in den Urlaub fahrt und ihr vielleicht irgendwie einen Pool habt oder so, ja, kann ich euch das empfehlen, einfach mitzunehmen. Das kostet nicht viel, das macht wirklich sehr, sehr schön weiche Haare. Ja, finde ich schön. Und dann hatte ich mir ein Haarspray mitgenommen. Keratin und Volumen Haarspray von Balea Professional. Das hatte ich mir tatsächlich nur mitgenommen, weil es mit Kirschblütenextrakt ist. Ja, es riecht leicht süßlich. Es ist jetzt aber keine, ja, Duftexplosion. Also es riecht halt wirklich nur sehr, sehr leicht süßlich, was ich auch ganz gut finde. Es funktioniert gut. Es hält die Haare da, wo ich sie haben möchte. Ja, es riecht nicht unangenehm, wie gesagt, und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Könnte ich mir vorstellen, auch nochmal nachzukaufen. Ja, weiß ich tatsächlich noch nicht, ob ich wieder zu dem greifen würde oder zu einem anderen von Balea oder zu meinem Wella, wo ich eigentlich immer verwendet habe. Ich muss sagen, fand ich echt klasse. Also ich hatte früher auch schon öfters mal Balea Haarsprays, die fand ich nicht so toll. Die haben sehr, sehr stark verklebt. Das fand ich jetzt aber wirklich sehr, sehr schön. Und das waren dann auch schon die Haarpflegeprodukte. Dann kommen wir zu den Deos. Da hatte ich vier gekauft. Eins davon, das war das Balea Deo Frische Kick aus der 25 Jahre Balea Allee. Das roch für mich einfach echt widerlich. Also das muss ich einfach so sagen, das roch für mich persönlich einfach echt widerlich und einfach total komisch. Es roch irgendwie so nach Zitrone, aber auch irgendwie nach Quark. Also es roch nicht nach Milchshake, es sollte ja nach Zitronenmilchshake riechen. Es roch für mich einfach nach Quark. Nach Quark mit Zitrone und also gar nicht meins. Die anderen drei Deos habe ich aber tatsächlich hier, und zwar einmal das Balea Deodorant Sensitive. Habe ich jetzt ein paar Mal benutzt, werde ich aber aussortieren. Es ist nicht mein Duft. Ich wollte es als Raumspray verwenden für die Toilette, weil es einfach ja vom Preis-Leistungs-Verhältnis her besser ist wie diese kleinen Kartuschen. Aber der Duft ist im Bad gar nicht schön. Also für mich ist der nicht so gut tatsächlich. Dann habe ich hier von Rexona mir zwei gekauft. Einmal das, ja, Maximum Protection, ultra stark. Das ist hier das mit dem Schwarz und dem Kupfer. Da gibt es auch noch, glaube ich, mit Grün und mit Pink. Auf jeden Fall habe ich einmal das hier gekauft und einmal die Limited Edition Summer Moves.
Und dieses Invisible hatte ich ja jetzt in dem Projekt mit der Doreen drin. Das Video kann ich euch auch mal verlinken. Ist okay, ist aber nicht so ganz mein Duft. Werde ich aufbrauchen, aber nicht nachkaufen. Und dieses Sommermousse hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil es wirklich gut riecht. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl bei so Sprühdeos, dass ich stärker nach Schweiß rieche wie vorher. Aber das hat mich echt sehr, sehr überzeugt. Also das mag ich auch gern so für zwischendurch zum Auffrischen. Finde ich das echt gut. Und ist halt eine LE, gibt es jetzt wahrscheinlich nur im Sommer. Fand ich schön. Dann einmal von Balea hatte ich ein Rasiergel gekauft. Ebenfalls aus der 25 Jahre Balea LE. Und zwar das Rasiergel Luftig Leicht mit Marshmallow-Duft. Mit sanftem Duft nach Marshmallows. Und der Duft ist wirklich auch sanft. Also der ist nicht übertrieben stark süß oder so. Ja, man riecht das Süße raus, aber halt eben nicht zu extrem. Also es riecht einfach so ganz leicht süßlich, wirklich wie Marshmallows, also nicht künstlich oder so. Fand ich gut. Ich mag die Balea Rasiergel, kann ich nicht Schlechtes zu sagen. Und dann hatte ich mir von Setting Care, also von Gillette Setting Care, das Shea Butter Silk Rasiergel gekauft. Das habe ich auch schon aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, diesen Monat oder sogar so einen letzten Monat. Hat leider für mich persönlich nicht ausgereicht. Also für 2,50 €, wo das glaube ich gekostet hat, war das für mich einfach nicht pflegend genug. Es war nicht duftintensiv genug. Es war zwar ganz schön vom Gefühl her auf der Haut danach, aber der Duft war nicht wirklich nach Shea Butter meiner Meinung nach. Und es hat nicht mehr oder weniger gemacht wie eins von Balea. Also ich würde mir teurer preisige Rasiergel eher weniger kaufen. Dann habe ich Handcremes gehabt. Da habe ich tatsächlich auch keine einzige aussortiert, weil ich alle gut fand. Und zwar zu einem von Lavera, die Limited Edition Peach and Beach Handcreme. Die roch bzw. riecht nach Pfirsich und Aloe Vera. Und ich dachte erst so, Aloe Vera und Pfirsich in Verbindung. Es riecht auch sehr speziell. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das vorher mal zu testen, bevor ihr es kauft, testet das erstmal. Denn es riecht, wie gesagt, sehr speziell. Es hat so einen Naturkosmetik-Unterton. Ich mag aber den Lavera Naturkosmetik-Unterduft. Und es ist aber echt schön. Also es ist wirklich eine sehr schöne Handcreme. Ich weiß gar nicht, steht da drauf, für welchen Hauttyp? Steht jetzt nichts drauf. Ist aber eine LE. Ist eine komplett solide, gute Handcreme, die sehr leicht pflegend ist. Perfekt für zwischendurch. Mag ich gerne. Muss aber auch dazu sagen, ich habe recht trockene Hände. Dann von B-Routine die schöne Hände-Handcreme. Intensive Pflege. Aloe Vera und Urea. Für jeden Hauttypen. Ja, ist jetzt von der Pflege her gut, auf jeden Fall muss ich sagen. Es ist ein Produkt, das habe ich markiert als gut, aber würde ich mir nicht nachkaufen. Was heißt, es ist einfach der Duft, der mir hier nicht so gefällt. Ich kann darüber hinwegsehen, wenn ich es abends benutze, aber jetzt so tagsüber wird die wahrscheinlich nicht verwendet. Vielleicht sortiere ich die auch noch aus, da bin ich mir nicht sicher. Dann zwei Handcremes, die kenne ich und die liebe ich auch. Von Florena die Handcreme mit Olivenöl und von Alverde die Intensivhandcreme mit Granatapfel und Karité-Butter. Liebe ich beide, habe ich immer mal wieder hier und kann ich definitiv weiterempfehlen. Beides tolle Düfte. Hier Lavera, nee, Alverde ist ja Naturkosmetik. Florena ist keine Naturkosmetik, ist aber auf jeden Fall vegan. Und wie gesagt, die mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir eine von Balea gekauft. Und die habe ich eben auch markiert als gut, aber würde ich mir nicht nachkaufen. Und zwar die Handcreme Kokos und Lotusblüte. Ist ein schöner, angenehmer Duft. Hier steht drauf für trockene Hände. Ich mag auch hier diese neuen ja, Designs, beziehungsweise diese neuen Verpackungen, die sich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, hochwertiger anfühlen. Ich weiß nicht, diese matten Verpackungen finde ich echt total schön. Und es riecht halt angenehm, definitiv, aber mir ein Ticken zu blumig, deswegen würde ich die auch nicht nachkaufen. Von der Pflege her ist es auch komplett okay. So für den Alltag zwischendurch sehr, sehr schön. Welche ich persönlich sehr, sehr gut finde und welche, wie ich finde, auch recht reichhaltig ist, von Body and Soul die Mandelblütenhandcreme. Die gibt es in Müller, ist eine Müller-Eigenmarke. Steht eben nicht bei den normalen Handcremes, zumindest bei mir nicht, sondern im Body and Soul Regal. Und ich habe die halt aufgetragen und dachte so, boah, die riecht unglaublich gut. Die habe ich mir nur gekauft wegen der Lena. Sie hatte die nämlich und die riecht echt unglaublich schön. Also die riecht richtig schön und total meins. Ich mag ja solche Mandeldüfte und definitiver Favorit. Also die ist sehr, sehr gut für diesen Monat. Meiner Meinung nach sogar die beste, die ich getestet habe. Aveo Bambus und Reis Handcreme. Ja, ich war ja in Müller den letzten Monat. Und, oder war es im August? Ich glaube ja. Und
Die Handcreme durfte da mit. Ich glaube, die habe ich sogar im Juli schon gekauft gehabt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Die riecht auch sehr speziell. Also Bambus und Reis, die riecht so ein bisschen nach Spa. Aber sehr angenehm. Also ich mag den Duft. Die Handcremes, dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen, habe ich jetzt nicht 10, 12 Mal getestet, sondern wirklich 2, 3 Mal jede, weil ich mich halt da auch immer zwischendurch mal ganz gerne abwechsle. Aber die fand ich echt schön. Dann eine, da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, behalte ich sie oder nicht. Ist eine Handcreme It's Your Lucky Day, die habe ich einmal benutzt. Cassis und Glücksklee Duft. Ja, ist eine gute Handcreme. Also, es ist halt eine recht leichte Handcreme, die vom Duft her halt, ja, schon fruchtig ist. Aber sie hat halt auch nur diesen grünen Duft, sag ich mal, vom Glücksklee. Ist aber wirklich ganz schön. Ja, denke ich, werde ich so für zwischendurch verwenden oder vielleicht auch für die Handtasche mal schauen. Dann von Aliana Naturkosmetik die Handcreme Intensiv. Die hatte ich mir mal gekauft. Die hatte ich mal in einem Tauschpaket mit der Lena. Und habe die dann aufgebraucht gehabt, bin ich der Meinung. Und habe sie mir jetzt nachgekauft in Butni. Und die riecht echt gut. Ja, ich hatte die gar nicht mehr so toll in Erinnerung. Aber die riecht echt gut und die ist auch sehr reichhaltig. Ich weiß gar nicht. Die ist mit Bio-Arganöl, vegan. Steht aber auch nicht drauf, für welchen Hauttypen. Also ich würde jetzt hier tatsächlich sagen, für trockene Haut. Dann habe ich eine Maske gekauft gehabt. Die Cadea Vera Pink Clay Maske. Das ist so eine Tube. Die habe ich noch nicht probiert. Dann von Balea eine Hautreinigungsprodukt. Also eine Reinigung fürs Gesicht. Und zwar von Balea Hautrein Reinigung Peeling Maske. Die finde ich sehr, sehr schön. Vor allem, wenn ich vor der Dusche mal nicht die Zeit hatte, eine große Maske irgendwie zu machen, habe ich die ganz gerne einfach verwendet, weil die halt sehr, sehr schön reinigend ist. Das ist mit Salicylsäure, Rosa, Tonerde und Zink. Ich kann schon nicht mehr reden. Tut mir leid, es ist sehr, sehr spät schon. Die riecht sehr schön. Ja, die riecht sehr, sehr schön und die habe ich unter der Dusche stehen. Da verwende ich die halt momentan. Lippenpflege habe ich 4 gekauft gehabt. 2 davon habe ich noch nicht getestet. Balea Peach Ice Tea habe ich noch nicht probiert. Und die Balea Ultra Sensitive Lippenpflege habe ich zwar einmal benutzt, will ich aber einfach noch länger benutzen. Genau. Aber ich habe getestet von Aveo eine, die mir gerade runtergefallen ist. Und zwar von Aveo die Lippenpflege Süße Kirsche. Das ist diese hier. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Ja, die ist rot. Die gibt auch ganz leicht Farbe ab. Die hatte ich jetzt auch schon länger hier. Ja, ich glaube, die hatte ich sogar schon seit April hier. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Die habe ich jetzt halt eben erst getestet. Die Produkte, die ich eben noch nicht teste, packe ich immer in die nächste Review mit rein, damit ihr wirklich von allen Produkten irgendwann mal eine Review habt. Die finde ich wirklich gut. Die riecht halt sehr süß. Ich verwende die jetzt nicht so oft. Die steht auch am Computer. Verwende ich halt nicht so oft dort. Finde ich aber nicht schlecht. Also kann ich weiterempfehlen. Und dann hatte ich mir auch bei Butni eine gekauft. Und zwar von Butni Care. Die sanfte Lippenpflege Exotic Coco. Die ist ganz normal weiß. Also ohne Farbe. Die habe ich ein, zwei Mal probiert. Ich muss sagen, ich weiß nicht. Als ich sie gekauft hatte, als ich sie da das erste Mal gerochen habe, roch sie extrem nach Kokos. Ich finde, mittlerweile riecht sie eigentlich sehr, sehr sanft. Eher so Vanillekokos. Also, werde ich aufbrauchen, weil sie schon verwendet ist. Aber vielleicht versuche ich mit der auch mal ein Do-it-yourself. Mal schauen. Dann habe ich 2 Fußcremes gekauft. Einmal bei DM, einmal bei Müller. Und die von DM habe ich tatsächlich auch schon bald leer. Ich habe momentan sehr trockene Füße, deswegen verwende ich momentan sehr, sehr viel Fußcreme. Und die hier von Balea ist halt auch recht leicht von der Konsistenz her, deswegen verwende ich die 2-3 Mal am Tag. Die Fußcreme Bella Ciao mit Pink Pomelo Duft. Tatsächlich mag ich die Fußcreme sehr, sehr gern. Ich habe ja das Duschgel aussortiert, weil das vom Duft her gar nicht meins war. Also das roch unter der Dusche für mich einfach nicht schön. Und die Fußcreme riecht aber toll. Das ist wirklich nicht mehr viel drin. Ich denke, dass, bis ihr das Video seht, ist die, denke ich, auch leer. Für mich ist heute der 10. Dezember. Dezember? Nein, September. Ich bin schon im Dezember. Ja, die Fußcreme mag ich ganz gern vom Duft her. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil die jetzt nicht extrem reichhaltig ist. Im Gegensatz zu dieser hier. Von Barfuß Naturschätze Schrundensalbe. Mit 25% Urea, Mandelöl und Allantoin. Die verwende ich dann eher nur zwischendurch. Meistens, wenn ich dann geduscht habe, weil die halt ein bisschen reichhaltiger ist. Und gerade nach dem Duschen sind meine Füße oft recht trocken. Ist ein spezielles Produkt. Also vom Duft her finde ich es angenehm. Auf der Haut finde ich, wenn es dann so eingezogen ist, die Haut fühlt sich dann ganz
wie so samtig an. Also ich finde das sehr interessant. Ich muss die auf jeden Fall noch weiterhin testen. So von den ersten Eindrücken her muss ich sagen, hat die mir gefallen. Dann kommen wir zu den Bodylotions. Und da habe ich hier eine auf der Liste, die ich aussortiert hatte. Und zwar von Sanosan, die Bodylotion mit Banane. An und für sich kein schlechtes Produkt, aber ich habe auch diese Produkte nicht vertragen. Ich weiß nicht warum. Ich bin zumindest der Meinung, dass es von dem kam. Also einmal die Bodylotion und auch das Duschgel dazu. Ich weiß nicht tatsächlich, ob es an der Banane liegt, aber die Garnier Haarserie mit Banane vertrage ich. Vielleicht lag es auch an der Marke. Ich hatte noch nie was von Sanosan. Schreibt mir das mal, falls ihr da von der Marke schon was hattet und auch Probleme hattet. Und dann kommen wir, wie gesagt, jetzt zu den Bodylotions, die ich behalten habe, die ich getestet habe. Zu einem ein Tiegel von Terra Naturi. Intensive Care Körperbutter mit Bio-Shea-Butter und Kakaobutter für trockene Haut. Habe ich mir gekauft, weil ich die sehr interessant fand und die haben ja neue Verpackungen bekommen und ich wollte einfach so ein bisschen was testen. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Fan von dieser Bodybutter. Also falls ihr so warme Düfte mögt, schaut euch die an. Die ist ultra reichhaltig, aber sehr intensiv vom Duft her. Die riecht auch, finde ich, so ein bisschen nach so einem richtig starken Kakao. Also richtig intensiv und toll. Die ist auch sehr, sehr reichhaltig. Man konnte die aber gut jetzt im Sommer auch verwenden, weil die doch nicht so extrem fettig war auf der Haut. Also die fand ich echt gut für sehr trockene Haut. Kann ich definitiv weiterempfehlen. Dann von Balea Med. 15% Urea, sofort Pflegemilch, 2 in 1 für extrem trockene, empfindliche und raue Haut. Hatte ich mir gekauft, weil ich dachte, 15% Urea, test es die mal aus. Ja, ist ein gutes, solides Produkt, werde ich aufbrauchen. Würde ich es mir nachkaufen? Eher nicht. Also es riecht sehr, ja, neutral, cremig. Ja, nach Urea. Also einfach cremig, nicht speziell. Pflegt aber ganz gut und macht die Haut sehr, sehr schön weich. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn man wirklich Probleme hat, auch so ein bisschen mit Duftstoffen, dass es ganz gut funktionieren könnte. Ich glaube zwar, dass hier Parfum drin ist, ja, aber recht weit hinten und es hat halt eben dieses Urea drin. Also vielleicht könnt ihr das, falls ihr da Probleme habt, auch mal ausprobieren für euch. Dann gab es ja einige neue Körperprodukte bei Müller, als ich dort war. Zu einem Aveo Rose und Guave Bodylotion. Dann die Aveo Fizzy Lemon Berry Body Lotion und die Aveo Paradise Escape Body Lotion. Ihr seht, super, super schöne Verpackungen und auch super tolle Produkte. Also ich mag die Aveo Body Lotions an und für sich wirklich, wirklich gern. Die haben immer sehr, sehr schöne Verpackungen und ich muss sagen, dass die mittlerweile von der Pflegewirkung her auch sehr, sehr gut sind. Meiner Meinung nach. Gerade für den Sommer. Und die Düfte sind auch recht intensiv. Die bleiben auch so ein bisschen auf der Haut. Und ich muss sagen, alle drei Düfte, die ich euch gezeigt habe, gefallen mir sehr, sehr gut. Der liebste von mir ist der Paradise Escape. Der riecht nach exotischen, ja, Früchten und der riecht sehr, sehr gut. Dann Fizzy Lemon Berry. Der riecht halt so leicht zitrisch-fruchtig. Und Rose und Guave verwende ich auch momentan, weil das so die Variante ist, die mir jetzt am wenigsten zugesagt hat. Trotzdem sind die super. Also alle drei Top-Favoriten. Dann. Da muss ich sagen, mit dem Produkt, was ich euch gleich zeige, mein absoluter Favorit von Aveo momentan. Und zwar das Body Sorbet Fruity Splash mit Mango- und Drachenfruchtextrakt. Ich liebe ja Mangoduft und ich liebe auch Drachenfruchtduft. Und ich mag halt auch so außergewöhnliche Konsistenzen. Also so Gel zum Beispiel mag ich nicht, aber Body Sorbet finde ich richtig schön. Und das hat wirklich so eine Sorbet-Konsistenz und riecht unglaublich fruchtig. Also sehr, 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 sehr toller Duft. Ich kann das euch vielleicht auch mal ganz kurz zeigen. Ist so leicht gelblich und hat halt wirklich so, ja, eine Sorbet-Konsistenz. Finde ich sehr, sehr schön. Riecht, wie gesagt, ultra toll. Also der Duft ist wirklich, wirklich schön. Lässt sich gut einarbeiten. Zieht recht gut weg. Ist halt recht, wie soll ich sagen, wässrig, würde ich sagen, wenn man das dann einarbeitet. Aber pflegt halt auch, finde ich. Sehr, sehr leicht und schön. Und der Duft ist halt ultra genial. Also sehr, sehr gut. Und das zweite Produkt von Müller, von Aveo, was es momentan gibt, was ich liebe, ist das hier. Hätte ich nicht gedacht, das ist die Bodycreme Almond and Vanilla. Ich dachte, die teste es ein, zweimal und da gibt es die bestimmt weiter, weil sie nicht so deins ist. Mandel, Vanille, hat man schon so oft gerochen, ist limitiert, sind 500 Milliliter. Ich denke, die werde ich dann vielleicht im Winter auch mal als Innus Body Lotion verwenden, einfach, dass sie dann nochmal leer geht.
Aber der Duft, falls ihr Müller habt, ist genial. Also muss ich wirklich sagen, das ist so ein schöner Duft. Ich finde aus dem Tiegel gar nicht mal so interessant, aber auf meiner Haut riecht das unglaublich schön. Und sehr speziell. Also es ist nicht so dieser 0815 Vanille-Mandelduft, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Ja, der mich auch sehr anspricht tatsächlich. Und werde ich definitiv behalten und aufbrauchen. Finde ich sehr, sehr toll. Und dann habe ich hier noch von Garnier. Das hatte ich mir in Butni gekauft. All Beauty, pflegende Milch mit Ölen. Diese, ja, Öl-Bodylotion quasi. Mit Argan, Macadamia, Mandel und Rose für trockene Haut. Mag ich sehr gern. Hätte ich nicht gedacht. Ich mag ja die Balea Öl-Bodylotion sehr, sehr gerne. Und ist halt auch immer noch mein Favorit. Aber die von Garnier ist auch schön. Also kann ich mir auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Die riecht halt so ein bisschen leicht süßlicher und edler. Aber mag ich auch sehr, sehr gerne. Also die ist nicht so ganz so extrem ölig wie die von Balea. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Öl hier drin ist. Bei Balea sind es ja 40%. Hier kann ich es nicht sagen. Hier steht es nicht drauf. Würde mich auch mal interessieren. Finde ich aber auf jeden Fall wirklich schön. Dann von Balea aus der 25 Jahre Balea Allee. Die Bodylotion Zuckersüß. Und das war die letzte, die ich getestet habe von meiner Liste. Ist mit Vanille und gebrannten Mandeln. Ich habe die mir halt zum Schluss aufbewahrt, weil ich dachte, wird nicht so besonderes sein, wird nicht arg pflegend sein. Und habe die dann mal benutzt. Und die ist echt gut. Also, die riecht unglaublich schön. Ich finde eher so ein Herbstduft tatsächlich, weil die sehr, ja, so warm, süßlich riecht. Aber die ist auch recht reichhaltig, finde ich. Also, die ist von der Konsistenz her ein bisschen fester. Und man sollte auch nicht zu viel nehmen, weil wenn man zu viel nimmt, dann gibt es so weiße Schlieren. Aber vom Produkt her wirklich toll. Also kann ich definitiv weiterempfehlen. Und dann zu guter Letzt bei den Bodylotions von Dove, Bodyjoghurt, Körpercreme, Granatapfel und Sheabutterduft. Mag ich auch sehr, 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 sehr gerne. Werde ich definitiv behalten, werde ich definitiv verwenden. Ist von der Konsistenz her einfach recht leicht. Kann man einfach auftragen. Riecht auch auf meine Haut toll. Da hatte ich am meisten Angst vor. Denn die Duschgele von Dove riechen auf meiner Haut nach, ja, erbrochenem. Ich weiß, dass das sehr, sehr viele haben. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, falls ihr das auch kennt. Aber das riecht echt gut. Also das riecht wirklich gut auf meiner Haut. Das Peeling dazu mag ich ja auch total gerne. Und dann kommen wir jetzt zu den Duschgelen. Ja. Da gehe ich jetzt, glaube ich, erstmal die durch, die ich aussortiert habe. Zu einem von Nivea. Mein Moment mit Acai Duschgel. Hat mir in der Dusche einfach nicht zu 100% gefallen. Da ich so viele Produkte da habe, habe ich das dann aussortiert. Von Isana das Crazy Melon Duschgel, das war einfach nicht so meins. Ich mag Melone zwar sehr, sehr gern momentan wieder, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Da fand ich andere Düfte, die ich da habe, zum Beispiel das von Kneipp, einfach besser. Und ich glaube, das hat mir die Nina abgenommen. Kann das sein? Ich glaube ja. Von Palmolive Santorini Duschgel, also die Santorini Breeze Duschgel von Palmolive, habe ich ebenfalls weitergegeben, weil es war nicht so meins. Ich glaube, das hat die Doreen. Nee, die Birgit sich, glaube ich, ausgesucht. Genau. Ja. Die Balea Creme Dusche Zuckerschnute. Da werden jetzt einige aufatmen. Aber ich fand die vom Duft unter der Dusche einfach eklig. Also, ich mochte damals die Zuckerschnute, diese Wieder-Neu-Auflegung in der Tube sehr, sehr gern. Aber die jetzt mochte ich nicht. Ich weiß nicht, ob einfach mein Duftbefinden sich im Jahr geändert hat und nicht so ganz süße Düfte gar nicht mehr mag. Also normalerweise mag ich so ganz süße Düfte auch nicht. Aber das mochte ich eigentlich damals ganz gern. Von Balea das Duschgel Sport und Refresh hatte ich tatsächlich markiert als, ich habe es behalten, aber es war nichts Besonderes. Ich habe es aber tatsächlich dann auch sortiert, weil ich so viel Duschprodukte da habe und sich andere einfach darüber gefreut haben. Deswegen habe ich das aussortiert. Von Sanosan das Duschgel Banane, da hatte ich ja vorher schon was dazu gesagt. Duscht das Mais Sommer Duschgel, das war glaube ich das mit Erdbeer und Rhabarber. Roch aus der Flasche total genial. Das hat mich auch an irgendwas erinnert. Unter der Dusche mochte ich das gar nicht. Von Alverde Dusche Baumwolle und Mandel und ich sollte mir es endlich hinter die Ohren schreiben, dass ich keine Naturkosmetik-Duschgele kaufen soll. Ich mag sie einfach nie. Deswegen, da werde ich jetzt echt drauf achten, dass ich die nicht kaufe. Genauso wie hier das Terra Naturi Sweet Fruits Duschgel, das war mit Papaya und Pfirsich. Hat super süß ausgesehen, hat auch der Tube super gut gerochen. Unter der Dusche habe ich nichts wahrgenommen davon. Und von Balea das Peeling Wassermelone hatte ich mir gekauft im Duft. Hat aber null für meine Haut gemacht. Also klar,
Es ist ein Duschpeeling, es ist recht sanft, es ist wirklich nicht ein starkes Peeling, leider. Deswegen durfte es auch weiter wandern. Von Budni. Ich war, wie gesagt, in Budni. Einmal die Duschcreme Vanille und Kokos und einmal das Duschgel Kirschblüte. Beides überhaupt nicht meine Düfte in Verwendung. Deswegen durfte es weiter wandern. Von Fa habe ich hier zwei. Die habe ich auch noch hier. Beziehungsweise von Fa habe ich eins aussortiert. Und eins von Bübchen habe ich hier noch, was ich auch aussortiert habe. Und zwar von Fa Melon Mambo, das Duschgel mit Melonen- und Minzduft. Das riecht für mich nach einem Männerduschgel. Also ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Habe ich aussortiert, gebe ich vielleicht meinem Vater, mal gucken. Und von Bübchen Sweet Vanilla Duschgel. Das habe ich auch aussortiert. Das riecht einfach nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Und da mag ich das Isana mit Vanille lieber. Dann habe ich hier eben das zweite von Fa, was ich gekauft hatte. Das mag ich sehr, sehr gern. Very Berry Duschgel, Beeren- und Grapefruit-Duft. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Smoothie Collection, Juice Up Your Day. Das finde ich toll. Das riecht fruchtig, das riecht süß. Genau mein Fall, mag ich gerne. Dann von Budni einmal Rote Beeren und Ingwer, das Duschgel. Das ist dann auch das einzigste mit dem Kids-Duschgel, wo ich im Januar gekauft habe, mit Apfelduft, was ich behalten habe bisher von Budni an Duschgele. Das ist hier mit dem Duft eben von roten Beeren und Ingwer. Das riecht sehr schön. Das riecht einfach fruchtig, wirklich nach roten Beeren. Aber hat auch so eine schöne, leicht frische Note vom Ingwer. Von Aveo die Cremedusche Erdbeere und Vanille. Ist okay. Ist ein angenehmer Duft. Habe ich behalten. Werde ich auch aufbrauchen. Balea Duschgel. Totes Meersalz mit Minzextrakt und Hibiskusblüte. Finde ich auch gut. Ist auch nichts Besonderes für mich. Werde ich aber behalten und aufbrauchen, weil es halt ein günstiges Duschgel ist. Was will ich das da noch verkaufen? Also das lohnt sich halt fast nicht. Von Trackamoon hatte ich hier zwei gekauft. Das sage ich jetzt nicht viel zu. Die kennt ich und da habe ich, glaube ich, sogar im Haul-Video was dazu gesagt. Und zwar Raspberry Kiss und Those Lemonade Days. Beides tolle Düfte, beides Nachkaufprodukte von mir. Gab es da wieder in dem Aufsteller, deswegen habe ich die mir gekauft gehabt. Ja, das Duschgel, ich fühle mich bereit. Roter Apfel- und Grenadinenduft, auch dazu habe ich im Haul schon was gesagt gehabt. Liebe ich, hatte ich schon mal, kann ich weiterempfehlen. Riecht sehr fruchtig, sehr süß. Von Nivea, das Nature Fresh mit Aprikose, Mango und Reismilch. Und das ist tatsächlich das von den dreien, was ich am meisten mag. Das ist tatsächlich das, was ich von den dreien am meisten mag. Hätte ich nicht gedacht. Aber das riecht unglaublich schön fruchtig. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Und dann noch zwei Produkte. Einmal Isana Duschgel Papaya Vanille. Das ist auch okay. Es riecht aus der Flasche sehr, sehr viel besser wie unter der Dusche, muss ich sagen. Aber auch das, wie ihr sehen könnt, ist schon ganz gut leer. Werde ich einfach aufbrauchen und gut ist. Und dann eins, was ich wirklich richtig gut finde. Falls ihr das noch bekommt, schaut das auf jeden Fall euch an. Und zwar von Balea, das Duschgel Copacabana. Das riecht unglaublich schön. Das riecht meiner Meinung nach genauso wie die Bodycreme. Und ich finde auch, dass das nicht nach exotischen Blüten riecht, sondern fruchtig nach Acai. Ja, ich finde, das riecht unglaublich toll. Also top, 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 top Produkt. Auch eines meiner limitierten Favoriten im Sommer. Ich finde die Balea LEs tatsächlich nicht mehr so ganz so ansprechend, was die LEs immer angeht. Gerade auch die Winter-LEs sind oftmals gar nicht winterlich und die Sommer-LEs sind immer recht blumig oder ein bisschen künstlich vom Duft her. Und das hat mich aber sehr, sehr überzeugt. Und das war es tatsächlich. Das waren alle Produkte, die ich gekauft hatte, die ich getestet habe. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.